Ja, hallo, ich bin Marco und wir haben ja bei Jugendhackt ja, ein Code of Conduct und so eine Art Code of Conduct gibt es auch für Code, das nennt sich dann Softwarelizenzen. Und es klingt erstmal nach einem sehr trockenen Thema. Ich will trotzdem mal wissen, hier ja, ein bisschen davon erzählen, so was es denn mit diesen Softwarelizenzen so auf sich hat, warum das denn irgendwie eine interessante Sache sein kann. Genau. Und jetzt tut sich hier nichts. Gut, genau. Was ist eigentlich freie Software? Dann, wenn wir nicht wissen, was freie Software ist, schauen wir doch einfach mal bei der Wikipedia nach. Ist so der ein ganz guter erster Ansatz. Und in der Wikipedia steht tatsächlich: freie Software ist Software, welche die Freiheit von Computernutzern in den Mittelpunkt stellt. Und mit diesem Empfang dieser Software empfängt der Nutzer auch die Nutzungsrechte. Also, das ist ein ganz interessanter Ansatz seiner Definition, weil eben hier die Freiheit der Computernutzer so in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, es geht nicht irgendwie um die Freiheit derjenigen, die Software schreiben, sondern um die Freiheit von allen Leuten, die diese Software nutzen. Und das spiegelt sich auch in dem zweiten Zitat wieder, das ich hier aus dem Artikel rausgezogen habe. Mit dem Empfang der Software empfängt der Nutzer die Nutzungsrechte. Das heißt, wenn ich eine Software bekomme mit einer entsprechenden freien Softwarelizenz, dann darf ich eben diese Software unter bestimmten Kriterien, die eben diese Softwarelizenz definiert, ja, uneingeschränkt nutzen. Genau, und ganz wichtig hier dabei: frei ist hier nicht zu sehen wie Freigetränk, sondern frei wie in Freiheit. Das heißt, es geht hier um diesen Freiheitsbegriff, der sich eben dadurch auszeichnet, dass wir eben besondere Freiheiten durch so eine Software haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: naja, was sind das für Freiheiten? Und bevor ich dazu aber komme, möchte ich kurz mit euch so ein paar Beispiele durchgehen. Nutzen wir denn schon freie Software? Sicherlich einige von euch, aber was kann das denn zum Beispiel sein? Wir haben zum Beispiel, ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, sicherlich wahnsinnig viele von euch werden irgendwie Mozilla Firefox nutzen. Die Software, die hinter Wikipedia steht, die Software, die Wikipedia quasi am Laufen hält, das MediaWiki, ist freie Software, der Linux-Kernel ist freie Software. OpenStreetMap ist natürlich, also alles, was da hinten dran steht, OpenStreetMap ist so ein Projekt zum ja, offene Karten bereitstellen durch die Community, Kartendaten generieren und auch die Software, die dahinter steht, ist auch freie Software. Die Programmiersprache Python ist freie Software, also der Compiler hinten dran, der da eben diesen Quellcode nimmt und den dann ausführt, also dieser Interpreter streng genommen. Und so gut wie alle anderen Programmiersprachen und die Compiler und Interpreter hinten dran sind auch, ja, Prinzip alles freie Software. Thunderbird, sehr beliebter Mail-Client, ist auch freie Software. LibreOffice kennt man natürlich. Also es ist schon wahnsinnig viel irgendwie so an Anwendungssoftware und auch wahnsinnig viel Software hinten dran, die eben freie Software ist. So, warum wollen wir denn überhaupt irgendwie, dass Software frei ist? Also warum wollen wir denn diese Freiheiten der Nutzer so sehr in den Vordergrund rücken? Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Also ein großes Beispiel: freie Software bringt automatisch auch ein bisschen Sicherheit, weil freie Software automatisch auch immer bedeutet, dass der Quellcode frei ist. Das heißt, ja, jeder kann irgendwie in die Software reingucken, kann schauen, was macht diese Software und ja, wie funktioniert die Software, was tut die Software, wenn sie unerwartet bedient wird, wenn sie irgendwie bedient wird, so wie es nicht vorgesehen ist. Und dadurch, dass so wahnsinnig viele Leute da reinschauen können, können wir eben gucken, wo da möglicherweise Probleme sein könnten und die dann einfach beheben. Ich habe hier mal so einen Screenshot von PC-Wahl. Da erinnern sich vielleicht einige noch dran. Das war dieses große Wahldesaster von einer sehr weit verbreiteten Wahlauszählungssoftware, also mit der die Stimmen in den Wahllokalen dann ausgezählt und zentral gesammelt wurden. Und ja, diese Software war eben keine freie Software. Das heißt, jahrelang konnte keiner reinschauen und schauen, irgendwie, wo könnten da Probleme auftreten. Und es gab tatsächlich dann einige Sicherheitsprobleme mit dieser Software. Und ich behaupte, wenn diese Software freie Software gewesen wäre, dann hätten viele Leute bei so einem wahnsinnig wichtigen Softwareprojekt, wie jetzt bei einer freien oder bei einer, ja, demokratischen Wahl, mal in die Software reingeguckt, die dafür genutzt wird und vielleicht Sicherheitsprobleme schon viel früher festgestellt. Ja, ein anderer ganz großer Punkt ist Community. Es gibt eine wahnsinnig große freie Software-Community und ja, wir alle profitieren so ein bisschen davon, dass andere Leute für uns freie Software schreiben und können da auch was zurückgeben, indem wir selbst freie Software schreiben und quasi so ein bisschen ja, unseren Code mit anderen Leuten teilen und andere Leute ihren Code mit uns teilen. So ein ganz großes Beispiel ist natürlich eine freie Desktop-Umgebung, wie zum Beispiel GNOME auf Linux. Und das ist einfach ein großes Projekt, was wahnsinnig viele Leute nutzen und ja, wahnsinnig viele Leute sich daran beteiligen,
diese Software zu schreiben, und am Ende profitieren wir alle davon, weil wir alle einen funktionierenden, ja, Linux-Desktop haben. Ja, aber auch für die öffentliche Verwaltung ist freie Software eine wahnsinnig wichtige Sache. Einfach, weil zum Beispiel wahnsinnig viele Verwaltungen, viele Städte, viele Kommunen, ja, überall die gleichen Probleme anzutreffen sind. Das heißt, irgendwie oder jede Stadt hat irgendwie ein Einwohnermeldeamt, jede Stadt hat ja, alle möglichen anderen Ämter, da fallen überall die gleichen Aufgaben an. Und dafür wäre es doch gut, wenn man irgendwie hingeht und einfach mal Software entwickelt, die dann in allen Kommunen genutzt werden kann. Und freie Software ermöglicht es eben, dass diese Kommunen gegenseitig sich unterstützen können, gegenseitig ja, ihre Software miteinander teilen können und gegenseitig profitieren können von Verbesserungen, die vielleicht eine andere Stadt dann irgendwie in die Software einbaut. Genau, das ist auch hier der Screenshot von der Kampagne Public Money, Public Code. Die ist eine Kampagne der Free Software Foundation, die wahnsinnig viel Unterstützung erfahren hat irgendwie und mittlerweile unfassbar viele Unterstützer hat. Hier sind es jetzt irgendwie 22 Unterschriften. Das ist ein sehr alter Screenshot. Mittlerweile sind es irgendwie viele, viele tausende Unterschriften und auch große Organisationen, die sich dahinter stellen. Ja, die fordern im Prinzip, dass alle Software, die von öffentlichem Geld, also von Steuergeldern finanziert wird, auch am Ende öffentlicher Code sein sollte, also freie, offene Software. Ja, ich habe vorhin die Softwarefreiheiten, die Nutzer dadurch erlangen, angesprochen. Und da gibt es so vier große Softwarefreiheiten, die ja immer so als Kriterium herangezogen werden können, wann denn freie Software wirklich freie Software ist und wann es vielleicht keine so freie Software ist. Und diese vier Kriterien, vier Freiheiten, die wurden mal definiert von Richard Stallman. Richard Stallman ist der Gründer der Free Software Foundation. Dieser Mann hier auf diesem Bild, und der hat sich schon relativ früh Gedanken gemacht, was ist denn bei Software so wichtig, wie können wir denn Software gemeinsam nutzen, wie können wir Software teilen und wie können wir da irgendwie Kriterien definieren, wann denn so eine Software freie Software ist. Ja, und Informatiker fangen bei Null an zu zählen. Die nullte Freiheit von den vier Freiheiten ist die Freiheit, das Programm auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck. Das heißt, ich kann dieses Programm einfach nehmen, wenn es freie Software ist, kann es ausführen, kann das nutzen, ja, kann damit Berechnungen durchführen. Was auch immer diese Software tut, die darf ich einfach nutzen. Und zwar uneingeschränkt, ohne irgendwie eine 30-Tage-Version, sondern einfach, ja, für immer. Ja, die erste Freiheit ist die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und das ist auch eine interessante oder eine wichtige Freiheit, weil wenn ich die Software untersuchen kann, muss ich Zugang zu ihrem Quellcode haben, zu dem Code, aus dem die Software gebaut wird. Und das bedingt halt hier an dieser Stelle auch genau, dass jede freie Software auch offene Software ist im Sinne von Open Source Software. Und dann da kann ich eben anschauen, was macht diese Software und kann diese Software anpassen und vielleicht Dinge verändern, wenn ich irgendwie andere Funktionalitäten brauche oder irgendwie Dinge zum Beispiel auf meine eigene Stadt anpassen muss oder ja, auf meine eigenen privaten Bedürfnisse anpassen muss, will vielleicht zu Hause was anderes machen als mein Nachbar, der die gleiche Software einsetzt. Genau. Die zweite Softwarefreiheit ist, das Programm zu verarbeiten und Quatsch, zu verarbeiten, zu verbreiten und damit Mitmenschen zu helfen. Das ist ganz klar, habe ich ja vorhin schon erzählt. Wir teilen alle unsere Software miteinander, hat den riesigen Vorteil, wir schreiben irgendwie Programme nicht zweimal, sparen uns wahnsinnig viel Aufwand und ja, können uns gegenseitig wahnsinnig viel weiterhelfen dabei. Ja, die dritte Softwarefreiheit ist die Freiheit, das Programm zu verbessern und die Verbesserungen auch später der Öffentlichkeit weiterzugeben und so dass dann die ganze Community davon profitieren kann. Der Unterschied hier zu den vorherigen Freiheiten ist, dass sich das hier nicht auf das Weiterverbreiten der Software an sich bezieht, sondern auf das Weiterverbreiten von Verbesserungen. Das heißt, wenn ich Verbesserungen an dieser Software vornehme, dann habe ich automatisch auch das Recht, diese Verbesserungen auch weiter zu verbreiten mit der Software zusammen. Das heißt, so eine Lizenz, die sagen würde, naja, du darfst diese Software nutzen, darfst sie weiterverbreiten, aber sobald du Änderungen dran vornimmst, darfst du sie nicht mehr weiterverbreiten. Das wäre keine freie Software-Lizenz. Genau. So, jetzt habe ich schon wahnsinnig viel über Software-Lizenzen geredet. Was sind denn so bekannte Lizenzen? Was ist denn so eine Lizenz überhaupt? Vielleicht hat man sowas schon mal gesehen. Auch hier habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Erstmal für Kunst, Musik und Bilder gibt es Lizenzen, die jetzt keine direkten Software-Lizenzen sind, aber auch irgendwie bekannte, relevante Lizenzen. Also zum Beispiel für ja, alles, was so mit Kunst und Medien zu tun hat, Bildern, Audio-Sachen bieten sich Creative Commons-Lizenzen ganz gut an. Die sind eben genau darauf ausgelegt, dass man ja, so eine Art von Medien teilen kann.
Und für Code-Dokumentation gibt es die GNU Free Documentation License zum Beispiel, die explizit dafür da ist, um Dokumentation ja, unter eine bestimmte Lizenz zu stellen. So, aber wir schreiben alle hier viel Code, wollen natürlich auch in Software-Lizenzen anschauen. Und ja, ich habe ja auch hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Da gibt es einen Unterschied zwischen solchen freizügigen Lizenzen und Copyleft-Lizenzen. Der Unterschied hierbei ist, Copyleft-Lizenzen beinhalten die Pflicht, die freie Lizenz beizubehalten. Das heißt, die Freiheiten, die diese Software-Lizenz garantiert, müssen auch weiterhin im Nachhinein eingehalten werden. Was das genau heißt, kommen wir gleich später nochmal in einem Quiz dazu. So mal ein paar Beispiele, damit man das mal gehört hat. Freizügige Lizenzen, MIT-License, BSD-License, Apache-License und hier die WTF-Public-License gibt es auch noch. Und bei den Copyleft-Lizenzen sind das prima so Lizenzen wie die GNU-Lizenz oder die Affero-GNU-Lizenz. Und auch die Europäische Union hat sich gedacht, naja, das ist eine sinnvolle Sache, vielleicht wollen wir irgendwie auch unseren Mitgliedstaaten genauso eine Lizenz bereitstellen und hat dann die European Union Public License ins Leben gerufen, die EUPL, die auch in allen Sprachen der Mitgliedsländer der Europäischen Union verfügbar ist und damit in allen Sprachen eingesetzt werden kann, in allen Ländern. Genau. So, kleiner Unterschied zwischen ja, diesen freizügigen Lizenzen. Diese MIT-Lizenz ist so eine freizügige Lizenz, mit der man relativ viel machen kann, die aber irgendwie auf der anderen Seite unsere Freiheiten nicht so sehr garantiert wie die Copyleft-Lizenzen. Genau, ich habe so ein kleines Quiz. Also, erste Frage, ist so eine MIT-Lizenz, ist dabei die kostenlose Nutzung der Software möglich? Wenn ich so ein Programm bekomme, darf ich es kostenfrei nutzen? Und ganz klar, bei so einer freien Software-Lizenz, das ist gegeben. Jetzt ist die Frage, darf ich diese Software auch kommerziell nutzen? Und auch da, kommerzielle Nutzung ist in jedem Fall auch erlaubt. Also ich darf Software, die ich bekomme, auch kommerziell nutzen und auch ja, für andere, also zum Beispiel in einem Unternehmen einsetzen und da irgendwie auf Unternehmensrechnern installieren. So, darf ich die Software verändern? Klar, ich habe den Quellcode, ich darf die Software verändern und darf dann auch die veränderte Software ja, ausführen, darf sie für meine eigenen Bedürfnisse benutzen und ich darf sie auch weiterverbreiten. So, jetzt ist da schon ein kleiner Stern dran. Gucken wir gleich mal, was das bedeutet. Nur schon mal so als kleine Anmerkung. Darf ich die Software auch verkaufen? Also wenn ich freie Software bekomme, die ich dann irgendwie frei nutzen kann, darf ich sie auch weiterverkaufen? Und hier ist es so, ja, auch das dürfen wir. Wir dürfen freie Software einfach weiterverkaufen. Auch wieder mit so einem Sternchen hinten dran. Und ich darf die Software, jetzt habe ich es schon verraten, auch ohne Quellcode weiterverbreiten. Jeweils auch hier mit dem Sternchen dran. Denn, und das ist das Besondere dabei, ich muss trotzdem die Lizenz und den Copyright-Hinweis, also quasi den Autor nennen, und das muss ich alles beilegen. Also auch hier, das ist eine Besonderheit, ich darf die Software ohne Quellcode weiterverbreiten. Genau, und wenn wir uns das anschauen bei der GPL, da ist es so, ich darf die natürlich kostenfrei nutzen, ich darf sie auch kommerziell nutzen, ich darf die Software verändern, darf sie weiterverbreiten, hier fangen wieder die Sternchen an quasi, ich darf die Software auch weiterhin verkaufen. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen diesen Copyleft-Lizenzen und den ja, freizügigeren Lizenzen. Ich darf die Software hier nicht ohne Quellcode weiterverbreiten. Das heißt, die GPL verbietet mir, Software weiter zu verbreiten, wenn ich den Quellcode und Veränderungen daran nicht auch weiter verbreite. Und das ist ein Riesenvorteil, denn das garantiert uns, dass ich dass meine eigene Software, die ich irgendwann mal geschrieben habe und veröffentliche und unter so eine GPL-Lizenz stelle, dass die immer freie Software bleiben wird und der Quellcode allen zur Verfügung stehen wird, sodass jeder sich diese Software angucken kann und ja, auch weiter verbreiten kann. Genau, und auch hier gibt es noch eine wichtige Einschränkung. Hier darf ich nur die Software nur unter der gleichen Lizenz weiter verbreiten und muss Änderungen am Quellcode sichtbar machen. Und das ist auch so ein wichtiges Kriterium noch, was irgendwie dafür sorgt, dass meine Software weiterhin freie Software bleiben wird, weil ich die Lizenz nicht einfach ändern kann. Genau, das waren jetzt ziemlich viele Lizenzen. Wenn ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen wollt, gibt es eine schöne Webseite, die nennt sich choosealicense.com, wo nochmal so ein paar Lizenzen gegenübergestellt sind, auch mit Vor- und Nachteilen zwischen den Lizenzen und das alles so ein bisschen, ohne dass man jetzt die komplette Lizenz irgendwie alle 30, 40, 50 Software-Lizenzen, die irgendwie so im Umlauf sind, irgendwie lesen muss, kann man hier mal so ein bisschen Vor- und Nachteile gegenüberstellen. Ja, ansonsten wünsche ich euch Happy Hacking und klar, wenn ihr noch Fragen habt zu Software-Lizenzen, irgendwie zur Wahl für euer Projekt, gerne bei mir vorbeikommen und wir können gerne noch mal ein bisschen
drüber quatschen und uns da ein bisschen austauschen über Vor- und Nachteile. Danke.